herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ihr seht, ich bin wieder zurück. Ich habe auf Facebook gefragt, was ihr euch so für neue Videos wünscht und unter anderem wurde auch das Lebendfutter genannt. Und ich möchte euch in diesem Video verschiedene Lebendfutterarten vorstellen, die es im Handel gibt und auch wie man die an die jeweiligen Fische verfüttert. Im Speziellen geht es hier um Kampffische, Better Splendens hochzuchten. Ich zeige euch aber auch, mit was ich meine Jungtiere füttere und wie viel vor allen Dingen ich den adulten Tieren gebe. Und ich hoffe, euch gefällt das Video. Wenn ja, dann lasst ein Like da, ein Abo oder schreibt was in die Kommentare. Vielleicht habt ihr noch Fragen, dann könnt ihr in die Infobox schauen, da habe ich meine Seite verlinkt und darüber könnt ihr mir gerne Fragen stellen. Jetzt erstmal wünsche ich euch viel Spaß bei diesem Video. So, ich habe euch hier einmal alle Futterarten hingelegt, die ich für euch vorbereitet habe. Und ich habe von ganz, ganz groß bis ganz, ganz klein alles einmal eingepackt. Und ich stelle euch jetzt das nacheinander einmal vor. Die ersten Tierchen, um die es geht, sind die Marine-Kurbedoden, auch unter dem Namen Ruderfußkrebse bekannt. Diese leben im Salzwasser und sind 0,3 bis 1,6 mm groß. Sie sind sehr gut geeignet für die Fütterung von Jungtieren, gerade auch für Kampffische. Hier sieht man nun Seewasser-Rädertiere. Diese sind sehr klein und zwar nur zwischen 0,1 und 2,5 mm. Deswegen sind sie sehr gut für die Aufzucht von Fischlarven geeignet. Kampffische kann man damit schon ab der ersten Woche füttern und sie werden sehr gut angenommen. Sie leben allerdings im Salzwasser, darauf sollte man natürlich achten bei der Verfütterung. Die wohl bekanntesten Futtertiere bei der Jungtieraufzucht sind wohl die frisch geschlüpften Artemia nauplien. Und zwar werden diese auch als Baby-Artemia bezeichnet. Sie sind, wie gesagt, sehr gut für die Aufzucht von Jungtieren geeignet. Als nächstes sehen wir auch eine sehr bekannte Futtertierart, und zwar die Wasserflöhe. Diese findet man auch in heimischen Gärten, in den großen Regenwassertonnen wieder. Und sie sind ca. 3 bis 4 mm groß. Sie kann man am besten an adulte Tiere verfüttern. Aber auch Jungtiere ab einer bestimmten Größe von ca. 3 cm essen diese auch gern. Ein weiteres sehr bekanntes Futter sind die Salinenkrebse oder auch Artemia genannt. Diese sind ca. 10 mm groß, leben auch in Salzwasser und werden sehr gerne von Kampffischen angenommen. Das nächste Futtermittel sind die Enchitreen. Und diese sind ca. 5 cm lange weißliche gelbliche Würmer, deswegen nennt man sie auch Weißwürmer. Das Gute an diesen Tieren ist, dass sie sehr proteinreich sind und deswegen natürlich sehr gut für die Aufzucht zu gebrauchen sind und auch zum Laichansatz bilden. Auch geschwächte Fische profitieren von dem hohen Proteingehalt. Ein weiteres Futtermittel ist der Glanzwurm, nicht zu verwechseln mit Tubifex. Es ist ein rötlicher Wurm und diese Tiere zeichnen sich durch sehr lange Lebigkeit aus. Das heißt, man kann sie lange lagern und sie sind auch nach langer Lagerzeit immer noch frisch. Auch Kampffische nehmen diese Würmer sehr gerne an. Der Tubifex-Wurm, und zwar ist das ein Wurm zwischen 10 und 90 mm. Die Tiere haben leider einen schlechten Ruf, da sie damals in Kläranlagen gehalten wurden, waren sie oft sehr stark belastet. Das ist heutzutage nicht mehr so. Die Tiere brauchen zwar diese Nährstoffe, um zu wachsen, aber sie werden nach der Ernte gereinigt. Eine weitere sehr beliebte Futterart sind die weißen Mückenlarven. Nicht nur, dass sie einen hohen Proteinanteil haben, nein, sie haben auch viele ungesättigte Fettsäuren, was sehr positiv für die Fische ist. Ich selbst habe diese Tiere am liebsten, da sie auch sehr lange in der Tüte im Kühlschrank aushalten und somit auch für Einzelhalter
sehr gut geeignet sind, denn eine Tüte könnte für einen Fisch circa 2 bis 3 Wochen ausreichen. Neben den weißen Mückenlarven ist die rote Mückenlarve auch sehr bekannt. Entgegen der gestreuten Gerüchte, dass sie zu fetthaltig sind, dem kann ich schon mal Gegenwind bieten. Die Tiere sind genauso fettreich und proteinreich wie die weißen Mückenlarven. Durch ihre rote Farbe ist es natürlich den Kampffischen leichter, die Tiere zu sehen und aufzunehmen. Auch deswegen gebe ich die roten Mückenlarven sehr gerne, aber auch hier ist es wichtig, dass man sehr oft das Futtermittel wechselt. Die Jumbo-Mückenlarve ist im Prinzip das gleiche wie die rote Mückenlarve, nur in XXL. Die Tiere sind fast 4-mal so groß wie eine normale Mückenlarve. Deswegen sind sie eher bedingt für Kampffische geeignet. Wenn ihr ein besonders großes Tier habt, wie einen Giant, dann könnt ihr diese Tiere ohne Probleme verfüttern. Ansonsten würde ich euch dafür eher abraten. Die Mückenlarven sind eher für Barsche, Wasserschildkröten geeignet. Nun zeige ich euch, wie man das Futter am besten verfüttert. Und zwar habe ich hier einmal Glanzwürmer. Ich verfüttere immer die gesamte Menge, deswegen fülle ich mir die in ein Behältnis um und nehme dann eine Pipette. Mit der Pipette kann ich eine Portion der Würmer aufsaugen und dann ganz bequem in das Kampffischbecken pusten. Man kann dadurch auch die Menge ganz gut dosieren, wenn man nicht direkt so viele aufnimmt, wie ich das gemacht habe, kann man, wenn man die Hälfte aufnimmt, dann ganz entspannt 3, 4 adulte Fische damit füttern. Und zwar gebe ich meinen adulten Fischen um die 3 bis 4 Würmer pro Tag, wobei ich aktuell auch einen Fastentag in der Woche einlege und auch mit Trockenfutter füttere. Das heißt, auch hier ist es wichtig, dass ihr unterschiedlich füttert und ja, den Tieren immer Abwechslung bietet, dass, wenn ihr mal in Urlaub fahrt, eure Verwandtschaft die Tiere auch mal mit Trockenfutter füttern kann. Denn nicht jeder kann diese ekeligen Würmchen verfüttern. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich würde mich über Feedback freuen und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Tschüss!